Rocky. Oh. Wir haben den Waschbären Rocky genannt. So, ich wollte jetzt eigentlich hier hin und wollte das aufmachen. Glaube ich jedenfalls. What did that do? Kann man hier rein? Wie kann man rein? Aber da war doch irgendwo eine Tür, für die ich einen Master Key brauchte, oder? Wo waren die jetzt nochmal? Führt das vielleicht in den Keller, was ich da gerade gemacht habe, oder? Da irgendwas noch? Ich glaube, die haben eine Katze. Ja gut, irgendwas muss das machen. Frage ist nur was. Ein bisschen sehr viel heißes Wasser kann das sein. Eins, drei, drei. Five, one, three, three. I can remember that. Ach so, dadurch, dass jetzt... wir haben jetzt das heiße Wasser angemacht. Dadurch ist jetzt dieser ganze Dampf in dem Bad. Und dadurch, dass das... Dadurch, dass da jetzt Dampf im Bad ist, haben wir jetzt hier diese 5133 am Spiegel erst lesen können. Und wir hatten doch da jetzt irgendwo... Oh Gott, wo waren das jetzt wieder? Wir waren doch da jetzt gerade... Moment mal, hier haben wir nochmal einen... Recorder. Mein Gott, wie viele Satellitenschüssel braucht der Typ da? Cool. Okay. Wir haben irgendwo... Irgendwo war eine Tür... Warte mal, wir haben es gleich, Kann sich nur um Stunden handeln. Hier ging es noch lang. Computer? What's going on with that computer? Richtig gemacht. Ich hab jetzt irgendwie. Oder 5133. Got it. Das war's. Munition. Da kann ich immer noch nichts machen. Und hier haben wir eine Floppy Disk mit einer 117 drauf. Ah, okay. Mal irgendwie helfen. Gut, wir haben eine Floppy. Ist ein bisschen creepy, einfach durchzugucken. Wenn ich jetzt eine Waffe hätte, würde ich einfach mal durchfeuern. Gut, Floppy. Hier können wir, oder? Sehr gut. Üb. Jetzt bin ich mal gespannt. Start. 117. Echt ein Game im Game? Ist ja geil. Okay. Hä? Warum bin ich jetzt das kleine Mädchen? Das ist jetzt irgendwie weird. Kann ich jetzt, wenn ich da reingehe, wieder er werden? Bin ich denn jetzt?
ist eine Schüssel. Great, a key. Hold me. Protect me. Gegen wen? Okay. Da geht's nicht rein. Aber ich habe jetzt einen Key gefunden. Da unten war doch noch eine Tür, die ich nicht aufmachen konnte. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Save me. Warum liegt... was? Warum? Oh, could you? Ich habe keine Ahnung. Warum fragt ihr mich das? Wieso haben wir das Kind da in dieses... What was that? Oh Mann. Bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist hier. Mach hier runter da. Oh nein! What the hell is that thing? Hä? Was zum Ech? Ist das Kind denn zu einem... Tintenfisch geworden oder was? Bin jetzt völlig perplex. Kann ich denn da machen? Kann ich überhaupt was machen? Kann ich es runterspülen? Ich habe gerade schon wieder eine Blutspur gesehen und die führt jetzt woanders hin. Nämlich die Treppe rauf. Und nach links. Und da unten sehe ich nichts mehr. Was ist das? Irgendwas liegt da. Das Skateboard anscheinend. Okay. Du solltest mal die Drogen absetzen. Ich weiß nicht genau, was du da zu dir nimmst, aber auf jeden Fall nicht gut. Ah, great. Bin jetzt schon wieder. Ah, jetzt kommt schon wieder hier irgendwas. Here we go. Müssen wir jetzt schon wieder hier durch? What's all this? Sieht aber nicht gut aus mit diesen ganzen Bildern. These papers are all regarding epilepsy. Epileptic normal. Someone's been living up here. Ah. Okay. Kickstarter. Wir sammeln immer noch Munition, ne? Also, und wir haben auch eine Waffe. Und das ist ein Auge. Hey there, buddy. Hier geht er relativ gechillt damit um. That looks welcoming. Das sieht nicht mal ansatzweise welcoming aus. Wait, what? Kacke aus. What the actual fuck is happening? Ich hab keine Ahnung, was du da für einen Film schiebst. Sick. Gut, da haben wir jetzt irgendwie wieder so ein Rätsel. Da haben wir eine Kassette, die nehmen wir auch mal wieder mit. Und hier kamen wir. Ja. Der hat lange auf jemanden gewartet, der mit ihm spielen hätte sollen, aber ja, das hat sich nicht ausgezahlt. Ich frage mich, wer stirbt so? Einfach so, am Tisch so, vor lauter Langeweile.
Okay, das ist anscheinend der Müllraum. I don't like it here. Ja, da ist wieder Munition. Wie viel Munition sammeln wir eigentlich? Es gibt so Momente, da glaube ich, dass irgendwann, wenn wir so einen Duschvorhang mal zur Seite machen, irgendwas uns anspringt. Oder auch nicht. Schaufensterpuppen, auch nicht schlecht. Warte mal, was war das jetzt? Close. Ja, wir brauchen ein Porn irgendwie und wir brauchen irgendwie die Möglichkeit, die Dinge sinnvoll anzuordnen. Ich meine, so kann man natürlich auch versuchen, das irgendwie hinzukriegen, aber ich glaube, das gibt zu viele Möglichkeiten dafür. Ja, okay. Vielleicht gehen wir mal nach unten. Yay, ein Gummiband. Also wenn wir alles so viel hätten wie Gummibänder und Munition. Boah, ist aber jemand starker Raucher. Gibt's ein leckeres? Oh, echt jetzt? The doorknob is missing. Das ist irgendwie grob. Poor thing. What did this? Ja, wollen wir es wirklich wissen? Over here, over here, over here. Na, wo denn nur? Ja, ich komme gleich. Ich will jetzt erstmal nur kurz erkunden. What the fuck? Was ist mit ihm los? Be careful. Be careful. So ein bisschen das Gefühl, dass hier irgendwann wir das brauchen werden, die ganze Munition, oder? Einkaufswagen in der Badewanne? Okay. Gut, den ersten Teil haben wir schon mal. Ja, das scheint doch alles ein bisschen länger zu gehen hier. Ich meine, es wird jetzt sicherlich trotzdem kein Gaming werden, Gaming-Projekt, aber okay, jetzt bin ich völlig irritiert. Aha. Doorknob ist missing, ja, das ist super toll. Kann man hier irgendwo einen abnehmen? Nein. Nice. Nice. Und Rubberbands. TV Remote. Take. Das heißt, wenn ich die von hier nehme, kann ich... Moment, was war das jetzt gerade? Eine Gitarre. Kann ich wahrscheinlich von hier irgendwas machen. Guck mal ganz kurz, ich habe jetzt gerade geschaut. Q ist Inventar. Ah, what the hell is going on? Aha. Ich wusste, dass es was mit dem Raum auf sich hat. Okay. Baby Doll. I'm sorry. Ed. Put it back. Okay. Ist jetzt entsperrt? I don't like this room. Ja, das, jetzt bin ich genauso weit wie vorher. Außer dass ich jetzt hier
Ah. Gut, ich habe also schon mal Munition. Ich habe jetzt natürlich nicht gewusst, dass man das hier so nutzen kann alles. What was that? Puppe ist weg. Oh Jesus, what the fuck? Es ist so weird. Müsste ich da jetzt nicht den komischen... Ah, holy shit! Was zum Geier ist denn los, Alter? Was hast du denn? Er reagiert auf Sachen, die ich nicht sehe. Oh mein Gott, was ist das? What the hell is that thing? Was zum Geier ist das? Ich muss hier den kleinen Cut machen, weil mir das Baby direkt ins Gesicht gesprungen ist. Kreuz, Dreieck, Stern. Game Piece. Play nice. Gut, ich muss jetzt auf jeden Fall, was habe ich gesagt? Kreuz, Dreieck. Ein Stern. Komme nicht hin. Yeah, you better run. Ich sollte vielleicht aufhören mit dem vielen Geschieße, weil habe ich bald ein Problem. So, warte mal, das war jetzt. Ja, jetzt bin ich einmal zu weit. Das, dann das Dreieck mit den Kreisen und der Stern. So, Doorknob habe ich schon mal. Und jetzt soll ich mit ihm spielen. Das war jetzt wirklich nur Zufall, oder? Was? Sacrifice an animal or go back one space? Ach, den Hund. So aus, als würde er vor mir ankommen, ha? Huh? Oh Gott, spielen. War ganz toll. Das ist kaputt. Sacrifice a bullet or go back one space.
bullet or go back two spaces. Also weitergeht, habe ich bald keine Munition mehr. Ah, komm. Echt jetzt? Der Finger? Nee, warte mal. Warte. Ganz kurz. Nope. Ja, das kann ich. Oh, der Penner kommt noch vor mir, wenn es weitergeht. Oh, bitte lass mich eine 3 würfeln. Och, komm. Und jetzt? Ich hab keinen Finger zum Opfern. Was soll ich denn da opfern? Da gibt's nichts zum Opfern. Bin ich wieder da, wo ich angefangen hab? 3, 4. Tooth. Okay, hier. Kannst du haben. 2. Passt. 1. Ey. Na komm. Lande doch nicht immer auf irgendwelchen blöden Feldern, wo ich was opfern muss. Ich komme nicht weiter, wenn das die ganze Zeit mit dem auf diesen Feldern erlandet. So, weiter bitte. Oh, 6, na klar. Ich würde auch gerne mal eine 6 würfeln. Danke. So, bitte eine 6. Oder eine 4, mach irgendwas. Na komm, eine 3. Mach eine 2 oder irgendwas anderes. Danke. Gut. Ich habe jetzt eine Videokassette und ich habe einen Türknauf gefunden. Das heißt, kann ich jetzt eigentlich die Videokassette reinpacken? Ich glaube, ich muss jetzt runter, oder? Ja, ich glaube ja. It fits. I'm trapped down here. It has my soul. Wer hat deine Seele? Whoa! That's a big boy. Weg. Boah, geh weg. Is that you, Beverly? So, lauf. Okay, ich glaube, ich habe zwar keine Munition mehr, aber dafür habe ich das letzte Horn, hoffe ich. Und Blut, aber das war halt, glaube ich, diese Katze. Ich glaube immer noch, dass es eine Katze ist. Gut, ja, nee, hä? Ich glaube, ich bin falsch abgewogen. Ja, bin ich.
Ich hätte nicht hochgemusst, ich hätte einfach hier bleiben müssen. Wow. Okay. Hören wir dann? So, dann würde ich sagen, wir... At this point, nothing surprises me. Gut, wir haben wieder ein bisschen Munition. Interact. 117. Na gut. This is it. They will not watch me anymore. I will do the seeing. I will make them vanish. I need a floppy disk. Mhm. Bump. Ja, passt. Gut. Hat er da wieder Nudes drin? Nee. Gut. Alles toll. Danke schon. Danke für nichts. I'm tired of playing their game. I'm tired too, Beverly. Woher weißt du jetzt, dass die Beverly heißt? Hey du. Let's get out of here. Please take me with you. Ich bin immer noch nicht ganz sicher. Warum? Was ist hier los? Also irgendwie scheint das irgendwie ein bisschen zu überlagern hier alles, ne? Das ist ein bisschen zu hell. Bin ich das gerade, der hier so schwer atmet, oder? Da hoch, oder? Ja. Die stehen überall diese komischen Dinger rum. Wieder diese komischen, würde man sagen, Wesen vom Anfang. All of us are empty inside. You thought you were the only one. None of us are all there after a thirst that can't be quenched. Das habe ich, glaube ich, schon mal gelesen. Oh, da ist diese Treppe. Boah, hör auf, so schwer zu atmen. Hört sich krass an. Gut. Wir müssen nach oben. Oh, ich wollte jetzt nicht beim Duschen stören. Okay. Okay. Mein Gott, was ist denn... Kann ich mir eigentlich das Video anschauen? Okay, das sollte nicht sein, glaube ich. Oh, jetzt ist wieder alles in Farbe gehüllt und... Ich glaube, jetzt kann ich wieder meine Taschenlampe ausmachen. Ja, gut, das ist jetzt irgendwie so ein ganz komischer Trip hier, dieses Game. Ich habe jetzt nicht ganz... Oh Gott, die Tür ist offen. Das ist gut, wenn ich jetzt mit einer Waffe rumlaufe. Es sieht so aus, als wäre
ist irgendwie vorbei. I can finally move on. You promised. Don't leave. Was? Ja, und das war's mit Traumada. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht ganz gepeilt, worum es geht in dem Game. Es ging um irgendwas mit Epilepsie, dann war irgendwie plötzlich ein Mädchen da, die ist dann verschwunden, dann sollte man sie befreien, dann hat man irgendwie ein Baby in so ein Pentagramm legen müssen, dann wollte irgendjemand in das Haus rein. Es war jetzt ziemlich weird alles, man sieht auch da unten, wir haben jetzt das erste von drei Endings. Und Easter Eggs haben wir 9 gefunden und Bonus-Content haben wir 0 von 1. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Sachen in dem Game sammeln können, die dafür sorgen, dass wir wahrscheinlich ein anderes Ende bekommen. Aber für mich ist hier Schicht im Schacht. Ich habe das Spiel jetzt mal durch und ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. James Horn hat auf jeden Fall hier ein sehr cooles Game trotzdem abgeliefert. Auch wenn ich nicht ganz dahinter gestiegen bin, trotzdem war es mal was ganz anderes. Ich hatte jetzt ja die letzte Zeit immer so ein bisschen hier mit Summer of 58 und You Must, das war immer vom gleichen Entwickler. Hatte auch immer die gleiche Optik so gefühlt und jetzt war mal ein Game dabei, was jetzt nicht so mit Jumpscares voll war, sondern einfach mal auf einer anderen Ebene versucht hat, Aura zu generieren. Ja, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder, wenn ihr mögt und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.